So, herzlich willkommen, grüßt euch. Wir schauen uns heute mal den Schlagrhythmus an zu Sierra Madre. Die Sierra Madre, bekannt von den Schützenjägern, ist eigentlich vom Ronny. Durch die Schützenjäger ist bekannt worden und es ist auch wieder ein Lied im Dreivierteltakt. Dreivierteltakt haben wir schon mal gespielt, zwar bei Mull of Kintyre. Da habe ich euch, ich greife jetzt einfach mal in C-Dur, weil das der erste Griff ist von Sierra Madre. Wir spielen es in C-Dur. Da habe ich euch den gelernt, die Bassseite runter und dann zweimal abschlagen. So könnte man es spielen. Wenn der Morgen kommt und die letzten Schatten vergehen. Es gibt noch eine elegantere Spielweise. Und zwar mit einer kleinen Zupftechnik, mit dem Plektrum, genauso wie wir es gemacht haben beim Lied Sommer in der Stadt, habe ich eine Zupftechnik gezeigt. Auch diese kann ich anwenden im Dreivierteltakt und zwar mal folgendes, zum Beispiel beim C-Dur, damit die zwei oberen Saiten schlagen, die Bassseiten, und dann die zwei Melodieseiten, die E- und die H-Seite, nacheinander kurz an, sodass wir im Takt sind. Also zum Beispiel so. Der Morgen kommt und die letzten Schatten vergehen. So können wir das anwenden. Wir haben die Griffe C, A-Moll, G und E. Da kann man das überall anwenden. Ich wiederhole es nochmal beim C-Dur. Ich komme mal ganz nah ran. Die beiden Bassseiten. Nacheinander die beiden Melodieseiten. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beim A-Moll das gleiche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. G-Dur, die oberen beiden. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beim E-Dur ebenfalls die oberen beiden. Somit kann man das Lied komplett durchschlagen. Viel Spaß dabei!